Als Darth Vader gegen seinen Sohn Luke Skywalker auf dem Todesstern kämpfte, gelang es dem Jedi, die Hand des Dunklen Lords abzutrennen, wodurch das Lichtschwert des Sith in den Reaktorschacht flog, welchen Palpatine später auch besuchen sollte. Doch das ist nicht die gesamte Geschichte. Einige Zeit nach der Schlacht von Endor formte sich eine Gruppierung aus nicht-machtsensitiven Individuen, welche sich den Namen Akolyten des Jenseits gaben. Sie selbst nannten sich Schatten und betrachteten sich, so wie alle Lebewesen, als Sklaven der Macht, die ohne eigenen Willen den Fluss der Macht entlang schwimmen. Sie glaubten, dass nur Nutzer der dunklen Seite in der Lage waren, diesen Strom zu verändern. Somit verehrten sie die Sith als Götter, die sich nicht ihrem Schicksal unterwarfen. Es handelte sich bei ihnen also um eine Gruppe von Fanatikern der dunklen Seite, fast so wie die ganzen Sith-Kultisten auf Exegol. Sie beteten auch verschiedene Sith-Artefakte wie Lichtschwerter und Helme an, da sie ihrer Meinung nach mit der Macht der dunklen Seite durchdrungen waren. So kauften sie auf dem Schwarzmarkt ein Lichtschwert, welches sie für die Waffe des gefallenen dunklen Lords der Sith Darth Vader hielten, in der Absicht, es ihm im Tod zurückzugeben. Dabei müsst ihr wissen, dass die Akolyten anfangs Lichtschwerter stahlen und sie zerstörten, um die Artefakte so den Sith im Jenseits zu opfern. Später, nach dem Aufstieg der Neuen Republik, begannen sie jedoch, die alten Waffen zu behalten und es galt als große Ehre, solch ein Lichtschwert zu besitzen. Während der letzten Phase des Galaktischen Bürgerkriegs, also noch vor der Schlacht von Jakku, starteten Akolytenzellen in der gesamten Galaxis eine Reihe von koordinierten Angriffen gegen Enklaven und Außenposten der Neuen Republik. Eine Gruppe, welche den Namen das Zeichen von Vader trug, erlangte dabei galaxisweite Aufmerksamkeit. Ob es sich bei dem von ihnen gefundenen Lichtschwert tatsächlich um Vaders handelt, ist nicht 100% geklärt, denn das würde bedeuten, dass es die Explosion des zweiten Todessterns überstanden hätte, auch wenn die Namensgebung der einen Akolytenzelle durchaus darauf hinweisen würde. Nachzulesen ist diese Geschichte im Kanonbuch Aftermath. Wenn Lesen aber nicht so euer Ding ist, dann gibt es das Buch auch als Hörspiel bei Audible, was ihr über den Link in der Beschreibung gerade für 30 Tage gratis testen könnt. Wenn ihr jetzt aber noch wissen wollt, warum dieses verbotene Lichtschwert von den Jedi weggesperrt werden musste, oder euch interessiert, wie viele Lichtschwerter General Grievous insgesamt hatte, dann könnt ihr hier rechts klicken. Und klickt die Links, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.